Heisse Sie recht herzlich willkommen zu der Webinarreihe von der Gewerbetreuhand. Heute zum Thema Unternehmenssanierung zurück auf die Erfolgsspur. Mein Name ist Simon Meyerhans. Ich bin diplomierter Steuerexperte, bereits seit 6 Jahren für Gewerbetreuhand tätig und freue mich, euch heute durch das spannende Thema von der Unternehmenssanierung durchzuführen. Bevor das ich starte, möchte ich euch gerne noch den Hinweis anbringen. Solltet ihr Fragen haben, darf ich dir die gerne meiner Kollegin, der Frau Brücker, die neben mir ist, im Chat innen stellen. Sie wird euch hier bei technischen Fragen bestmöglich probieren zu unterstützen. Fragen zu inhaltlichen Themen werden wir versuchen, im Nachgang zum Webinar direkt zu beantworten. Sollte die Zeit nicht mehr länger, können wir die natürlich separat aufnehmen. Zusammen mit dem Video auf unserer Homepage aufladen. Zum heutigen Programm. Im ersten Schritt gehe ich mal auf das Erkennen von einer Unternehmenskrise ein. Anschließend, was für Massnahmen wo man gegen eine Unternehmenskrise kann, machen, also die Unternehmenssanierung, wird dann kurz auf Verantwortungen vom Verwaltungsrat eingehen im Zusammenhang mit den Sanierungsthemen. Und am Schluss kurz unsere Rolle als Berater im Zusammenhang mit der Unternehmenssanierung aufzeigen, wie können wir euch unterstützen, wie können wir erfolgreich aus dieser Unternehmenskrise rausgehen. Das Erkennen von einer Unternehmenskrise. Bevor dass ich überhaupt Massnahmen kann ergreifen gegen eine Unternehmenskrise, muss ich die zuerst einmal erkennen bzw. wahrnehmen. Der Ursprung von einer Krise kann sehr vielfältig sein. Da kann sowohl intern in einer Unternehmung selber, aber auch von extern herkommen. Von Faktoren, die man nicht beeinflussen kann, wie wir es heute können, zum Beispiel mit der Corona-Situation. Die Corona-Krise hat Auswirkungen auf unsere Unternehmung und da dagegen müssen wir etwas unternehmen. Das heisst, auf diesen Tatsachen wird ein Unternehmen Massnahmen beschließen, Strategien festlegen und wir hoffen natürlich, dass diese Strategien für eine langfristige, erfolgreiche und gesunde Zukunft von unserer Unternehmung sorgen. Aber wir können natürlich nie ausschließen, dass diese Strategien manchmal leider in die falsche Richtung laufen. Durch die kausale Ursachenkette kann so eine fehlende, falsche Strategie dazu führen, dass unsere Unternehmung früher oder später bis hin zu einer Liquiditätskrise wird müssen sich stellen. Die Liquiditätskrise, die kommt in gewissen Fällen früher oder später. Was aber sicher der Fall ist, wenn wir bereits dort sind, dann ist unser Handlungsspielraum wahnsinnig klein. Wir müssen schauen, dass wir unsere laufenden Rechnungen können zahlen, die Löhne können zahlen. Unser Handlungsspielraum wird immer kleiner und der Zeitrahmen, der uns zur Verfügung stellt, auch der ist in der Phase der Liquiditätskrise wahnsinnig kurz, wahnsinnig klein. Das heisst, wir müssen besorgt sein, dass wir eine Krise oder den Weg in die Krise umso früher, also möglichst schnell feststellen, umso früher, dass wir den feststellen, umso mehr Handlungsspielraum haben wir, umso mehr Möglichkeiten stehen uns zur Verfügung, um das Ruder wieder herumzureissen und wieder das Unternehmen in Richtung erfolgreiche Zukunft zu steuern. Wie können wir also eine Unternehmenskrise erkennen? Für das kennen wir grundsätzlich Frühwarnindikatoren. Wir reden hier von qualitativen und von quantitativen Indikatoren, die uns helfen können, eine Unternehmenskrise zu erkennen. Bei den qualitativen Indikatoren reden wir zum einen von internen Mitarbeiter, Management oder auch von externen Indikatoren wie Kunden, Berater, Revisionsstellen, Lieferanten oder Investoren. Da ist es wichtig, dass man immer kritisch daran heranschaut. Also, das heisst, die Indikatoren, sei es ein Kunde, der abspringt, müssen wir uns als Unternehmung kritisch hinterfragen, gibt es einen plausiblen Grund, dass der Kunde abgesprungen ist? Oder ist das der erste Hinweis, dass unsere Unternehmung Richtung Unternehmenskrise geht? Das heisst, Augen immer offen behalten,
immer kritisch sich hinterfragen und schauen, gibt es Gründe oder eben nicht. Bei den quantitativen Indikatoren ist es so, dass man von operativen und finanziellen Indikatoren redet. Hier haben wir relativ eine gute Messbarkeit bei diesen Indikatoren. Die messen wir nämlich mit Kennzahlen. Die Kennzahlen beruhen auf der Jahresrechnung und können wir grundsätzlich mit Branchenkennzahlen vergleichen, wo uns natürlich einen guten Hinweis gibt, sind wir am Markt, sind wir bei der Konkurrenz dabei oder stehen wir eben leider ein bisschen im Schilf. Der Nachteil von diesen quantitativen Indikatoren ist natürlich, dass die immer auf Vergangenheitszahlen basieren. Oder? Unsere Jahresrechnung ist immer in der Vergangenheit. Also wir haben nie den aktuellsten Stand. Wir können nie davon ausgehen, dass das heute darstellt. Also das heisst, wir müssen das bei der Beurteilung von diesen Indikatoren ebenfalls mit in die Beurteilung nehmen, um ein gutes Bild abzugeben, sind wir richtig unterwegs. Wenn wir eine Unternehmenskrise erkannt haben oder eben merken, wir sind auf dem falschen Weg, dann müssen wir Massnahmen ergreifen. In einem ersten Schritt empfiehlt sich hier mal eine Situationsanalyse zu machen. Wir müssen herausfinden, was ist die Ursache, wieso sind wir da, was sind die Ausmaße dieser Unternehmenskrise und welche Optionen stehen uns offen. Also, was haben wir für Möglichkeiten? Sind wir in der Lage, die Unternehmenskrise zu stemmen? Haben wir all die Möglichkeiten, die Unternehmenskrise zu stemmen? Wenn wir die Situation kennen, wissen, wo wir stehen, dann müssen wir Massnahmen definieren, in einem Massnahmenplan. Weiter geht es darum, Prioritäten zu setzen. Also, das heisst, was sind die wichtigen Massnahmen, die wir sofort umsetzen müssen? Und was sind die Massnahmen, die folgen? Anschließend müssen wir uns auch fragen, was sind unsere Ressourcen? Wir müssen wissen, welche Ressourcen stehen uns zur Verfügung. Da reden wir zum einen von finanziellen Ressourcen selbstverständlich, aber auf der anderen Seite natürlich auch von personellen Ressourcen. Also haben wir die richtigen Mitarbeiter am richtigen Ort eingesetzt, um die Unternehmenskrise zu bewältigen. Aufgrund von dem stellen wir einen Zeitplan erstellen, wo uns eine Richtschnur geben soll, um aus dieser Unternehmenskrise herauszugehen. Anhand von dem Zeitplan können wir nachher die Umsetzung vollziehen. Also wir halten uns strikt an den Zeitplan halten, aber Achtung, eine Unternehmenskrise birgt immer wieder versteckte, unvorhersehbare Tatsachen, die von uns immer wieder Ruhe und Flexibilität verlangt. Also das heisst, wir müssen immer wieder schauen, wo stehen wir, wie ist der Stand der Dinge, sind wir auf Fahrplan und wenn nicht, müssen wir flexibel bleiben und immer wieder Gegenmassnahmen allenfalls ergreifen, um langfristig unsere Unternehmung wieder auf gute Beine zu stellen. Zu den Massnahmen. Bei den Massnahmen reden wir grundsätzlich von bilanziellen, finanziellen und strategische Massnahmen. Bei den bilanziellen Massnahmen da geht es grundsätzlich darum, unsere Jahresrechnung wieder auf gute Beine zu stellen. Also das heisst, es ist etwas, wo wir rein nur in der Bilanz machen, um wieder eine saubere Bilanz zu haben. Und das hilft uns in dem Sinn in der Sanierung noch nicht weiter, sondern tut einfach mal den Stand ist wieder auf saubere Beine zu stellen. Für die bilanziellen Massnahmen stehen uns Möglichkeiten wie Rangrücktrittserklärungen auf Aktionärsdarlehen zur Verfügung oder gerade der Verzicht der Aktionäre auf diese Darlehen. Wir können über eine Kapitalerabsetzung mit gleichzeitiger Verlustverrechnung reden oder in Sanierungsfällen stehen uns auch die Möglichkeit zur Verfügung, gewisse Aktive aufzuwerten in der Bilanz oder gewisse stille Reserven aufzulösen. Bei den finanziellen Massnahmen geht es natürlich darum, Liquidität freizuschaffen, zusätzlich Mittel in die Unternehmung hineinzugeben, um eben die Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Hier stehen uns Kapitalerhöhungen und Zuschüsse als Möglichkeit zur Verfügung. Weiter können wir über Kostensenkungsmassnahmen diskutieren
wo die Profitabilität wieder steigern soll und wieder liquide Mittel freisetzen können. Lagerabverkäufe, Verkauf von nicht betriebsnotwendigen Aktiven, wo eben kurzfristig wieder Liquidität zuführt. Oder natürlich mit Dritten oder Banken neue Darlehen aufzunehmen, die dann natürlich in der Regel nachrangig werden sie entsprechend in einem höheren Risiko sind. Bei der strategischen Massnahme geht es grundsätzlich darum, die Ausrichtung in Zukunft neu zu justieren und wieder erfolgreich können unterwegs zu sein. Da reden wir grundsätzlich von Veränderungen der Betriebsstruktur, von Abläufen, also wieder effizienter sich aufstellen, den neuen Gegebenheiten sich anzupassen, um wieder effizient und gut zu arbeiten. Weiter können wir auch über Diversifizierungen, also Erweiterungen der Produktpaletten reden oder gar Fokussierungen auf erfolgreiche Produktpaletten und andere Produkte abstoßen. Weiter auch immer ein Thema ist allenfalls ein neues Management, ein neuer Verwaltungsrat und frische Luft, frisches Know-how, auch in die Unternehmung einzuhauchen, was auch immer wieder einen positiven Effekt haben kann. Dann ein weniger schöner Punkt und natürlich ist immer das Ziel, möglichst wenige Mitarbeiter müssen zu entlassen. Das ist klar. Aber manchmal kommen wir nicht drum herum. Da stehen uns zum Beispiel und in der heutigen Zeit sicher bekannt, Massnahmen von einer Kurzarbeit zur Verfügung, um da entgegenzuwirken. Und sonst müssen wir über Entlassungen oder auch allenfalls Frühpensionierungen reden. Gut. Jetzt würde ich gerne ganz kurz auf Verantwortungen vom Verwaltungsrat eingehen. In diesem Zusammenhang würde ich gerne darauf hinweisen, dass meine Kollegin Frau Rösli bereits am 18. März ein Webinar zu den Verantwortungen vom Verwaltungsrat abgehalten hat. Den Link dazu seht ihr, oder den QR-Code dazu seht ihr auf dieser Folie, den ich euch wärmstens empfehlen. Ich werde nicht zu tief in die Thematik hingehen, wird aber die wichtigsten Punkte kurz aufzeigen. Der Verwaltungsrat, der hat Verantwortung oder die Oberleitung von der Gesellschaft. Also er ist am Ende des Tages die verantwortliche Person für die Gesellschaft. Weiter sehen wir auf dieser Folie, dass der Verwaltungsrat eine unübertragbare und eine unentziehbare Aufgabe hat, den Richter zu benachrichtigen im Fall von einer Überschuldung. Das heisst, wann muss er handeln? Was seht ihr hier? Im ersten Schritt, wenn der Verwaltungsrat eine begründete Besorgnis von einer Überschuldung hat, ist er verpflichtet, einen Zwischenabschluss zu erstellen zu Fortführungs- und Veräusserungswert und diesen Zwischenabschluss von einer Revisionsstelle prüfen zu lassen. Wenn der Zwischenabschluss zeigt, dass die Forderungen der Gesellschaft nicht mehr gedeckt sind, also wir sind überschuldet, dann ist der Richter zu benachrichtigen vom Verwaltungsrat. Wenn der Verwaltungsrat die Benachrichtigung nicht macht vom Richter, dann hat er seine Pflicht verletzt. Und wie ihr hier seht, für sämtliche Pflichtverletzungen ist der Verwaltungsrat persönlich haftbar für Schäden, die eben aus dieser Pflichtverletzung heraus entstanden sind. Also das heisst, es ist im Interesse des Verwaltungsrats, hier natürlich ein Auge drauf zu haben und möglichst eine Überschuldung zu vermeiden und möglichst den Gang zum Richter können auch zu vermeiden. Gut. Wie können wir euch als Berater in diesem Prozess unterstützen? Grundsätzlich decken wir einen breiten Angebotsradius ab. Wir können angefangen von der Strategieplanung euch unterstützen. Wir können euch Tools für die finanzielle Controlling-Massnahmen geben und auswerten. Wir können euch im Risikomanagement unterstützen. Das heisst, wo sind die Risiken von unserer Unternehmung? Wie gehen wir gegen diese Risiken um? Krisenmanagement. In diesem Zusammenhang geht es darum, ja, was ist, wenn dieser Fall eintrifft? Was für Massnahmen können wir ergreifen? Zu beobachten. Wie ist die Krisensituation oder die Krisengefahr, wie könnte sie sich entwickeln? Da haben wir auch die geeigneten Mitarbeiter und Massnahmen, um euch da zu unterstützen. Und am Ende des Tages natürlich ein Sanierungskonzept erstellen
und in der Umsetzung unterstützen, um eure Unternehmung wieder auf der Erfolgsspur zurückzubringen. All das soll euch den Kompass mit auf den Weg geben, um eure Unternehmung langfristig erfolgreich aufzustellen. In erster Linie geht es darum, frühzeitig erkennen von einer Unternehmenskrise, optimale Lösungen zu schaffen für Unternehmen und Aktionäre und am Ende des Tages natürlich auch die Einhaltung von sämtlichen gesetzlichen Vorgaben abzudecken und sicherzustellen. Jetzt wäre ich am Ende von meinem Vortrag angelangt und würde jetzt zu meiner Kollegin, der Frau Brücker, schauen, ob gewisse Fragen eingetroffen sind. Gut, ich habe hier eine sehr spannende Frage. Und da geht es darum, muss ich meinen Mitarbeiter informieren über eine finanzielle Notlage? Grundsätzlich ist im Gesetz keine, also keine, gesetzliche Sicht, keine gesetzliche Pflicht vorgesehen, den Mitarbeiter zu informieren. Es ist aber natürlich so, dass der Arbeitgeber eine gewisse Fürsorgepflicht natürlich gegenüber seinen Mitarbeitern hat. Und die muss wahrnehmen. In dem Zusammenhang sollte man natürlich nicht zu lange zuwarten, um Mitarbeiter über gewisse finanzielle Notlagen zu informieren. Was man auch sollte in Betracht ziehen, ist natürlich sämtliche Interessensgruppen, wie Banken oder eben auch Mitarbeiter, frühzeitig in so einen Prozess von einer Unternehmenssanierung mit ins Boot zu holen, damit möglichst alle am gleichen Strang ziehen, damit man möglichst gut und einfach aus dieser Unternehmenssanierung herauskommt. Es gibt gewisse Transaktionen, wo das Gesetz eine gewisse Informationspflicht verlangt. Das sind zum Beispiel Massenentlassungsthemen oder eben natürlich, wenn die Löhne nicht mehr bezahlt werden können, ist natürlich auch der Mitarbeiter Zeit, darüber zu informieren. Dann habe ich hier noch ganz kurz Zeit für eine weitere Frage. Da geht es darum, in welcher Zeit muss ich den Richter benachrichtigen bei einer Überschuldung? Da ist im heutigen Gesetz auch noch keine Frist vorgesehen, in welcher Zeit dass man den Richter benachrichtigen muss. Wenn eine Überschuldung vorliegt, redet man aber heutzutage in der Lehre und von der Gerichtspraxis her, dass man etwa rund in 4 bis 6 Wochen den Richter benachrichtigen muss, nachdem dass man einen begründete Besorgnis gehabt hat, Entschuldigung. Und wenn, aber im Einzelfall ist das natürlich unterschiedlich zu beachten. Wenn eine Sanierung gute Chancen hat, dann ist es natürlich so, dass man die Frist auch verlängern kann. Ein kleiner Hinweis dazu: In der Aktienrechtsrevision, die vor der Tür steht, wo 2022 oder 2023 voraussichtlich in Kraft treten soll, wird neu eine gesetzliche Frist vorgegeben für die Benachrichtigung. Und dort heisst es, innerhalb von 90 Tagen nach revidiertem Zwischenabschluss muss der Richter zwingend benachrichtigt werden. Also das heisst, da haben wir dann eine effektive Frist, die wir einhalten müssen, wenn wir in diesen 90 Tagen die Sanierung nicht erfolgreich durchsetzen können. Gut, ich wäre in dem Fall jetzt am Ende von meinem Vortrag. Vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich würde euch gerne noch einladen zu unserem weiteren Webinar, wo ihr zum einen auf unserer Homepage findet oder über einen QR-Code, wo ihr unten rechts einblendet seht. Wir würden uns freuen, wenn wir euch dort wieder begrüssen dürfen. Gerne würde ich jetzt noch eine weitere Frage beantworten, die wir während dem Webinar aus Zeitgründen leider nicht mehr haben können thematisieren. Bei dieser Frage ist es darum gegangen, ob allenfalls eine Unternehmensspaltung für eine Unternehmenssanierung kann sinnvoll sein kann. Dort ist sicher zu beachten, dass man aus strategischen Überlegungen eine Spaltung sicher kann in Betracht ziehen kann. Aber am Ende des Tages muss man das natürlich im Einzelfall beachten. Wichtig in diesem Zusammenhang: Haftungsrechtliche Themen lösen sich mit dem nicht lösen, sondern die abgespaltene Gesellschaft wird weiterhin solidarisch haftbar sein. Also das heisst, wir können uns aus haftungsrechtlichen Themen nicht entziehen.